70 Tage, 70 Videos, immer um 17 Uhr, das ist mein 70.000 Abonnenten Special an euch da draußen und heute KTM RC 390, das und mehr nach dem Intro. Ja, meine Freunde, hier auf TomTour gibt es ja alles Mögliche zum Thema A2-Führerschein beziehungsweise alle A2-Motorräder, die am Markt zulässig sind. Und wenn ihr euch für die Playlist interessiert, könnt ihr einfach den ersten Link in der Videobeschreibung anklicken oder jetzt einfach das Video schauen. Die KTM RC 390 ist nämlich für den A2-Führerschein zulässig. Sie hat eine Besonderheit, denn sie ist ein echtes Rennstreckengerät. Vieles mehr in diesem Video, also auf in den Motovlog. Ja, Freunde, schon sitze ich auf der KTM RC 390 drauf. Ein Wahnsinnsmotorrad. Wir haben hier einen Einzylinder mit 43 PS und 35 Newtonmeter. Und der Motor, der ist einfach echt geil. Er muss zwar immer auf Drehzahl gehalten werden, aber wenn du ihn auf Drehzahl hältst, dann schiebt er an und macht eine Freude. Und ich sag's euch ehrlich, dieses Schalten mit dem Ding macht auch richtig Laune. Wenn der Motor in den Drehzahlkeller fällt, muss man so ehrlich sein und sagen, dann ist es eher nichts für mich, weil dann ruckelt es ziemlich stark, dann hubbelt es ziemlich stark. Das macht einfach das Straßenfahren etwas schwieriger, muss ich ehrlich gestehen. Auf der Landstraße hingegen ist es ziemlich geil. Ich muss auch sagen, dass das Motorrad definitiv hier in diese Kurvenparadiese gehört. Also das muss dort bewegt werden. Es ist ein Wahnsinn, was da geht. Ja, Freunde, die Gasannahme der RC 390 ist wirklich schön direkt, sehr unkompliziert, sehr smooth. Und auch wenn ich in voller Schräglage so vorsichtig wieder ans Gas gehe, das macht sie super. Hauptsache nur, sie muss auf Drehzahl gehalten sein. Dann passt nämlich der Motorsound, dann passt die Gasannahme, dann passt alles. Sobald es in Drehzahlkeller fällt, muss man sagen, ist es dann schon wieder schwierig. Und das nächste, was man vielleicht schon merkt, ich bewege mich sehr viel auf der RC 390, weil ich sie so einfach viel gemütlicher bewegen kann. Sie fällt förmlich in die Kurven rein. Das bringt mich natürlich sofort zum Fahrwerk. Wir haben hier vorne eine WP-Gabel drinnen. Wir haben hinten ein WP-Federbein eingebaut. Das arbeitet sauber. Es ist nicht das härteste, aber in diesem A2-Segment, wo wir uns hier bewegen, ist es definitiv ein Sportfahrwerk. Das funktioniert gut, das arbeitet gut und arbeitet auch präzise. Ich glaube, die primären Probleme des Motorrads sind wirklich dieser Standardreifen. Der macht nicht so ganz das, was ich möchte. Der rutscht schnell, fängt schon an zu nerven, mich persönlich. Aber sonst finde ich das Fahrwerk eigentlich sehr gut abgestimmt. Mit meinen 83, 84 Kilo passt das und ich komme gut drauf klar und kann auch echt sportlich damit anrauchen. Und vor allem, das ist noch wichtiger für mich persönlich, auf der Landstraße auch sportlich damit fahren. Ich finde es so schrecklich, wenn ich mit diesen ganzen großen, krassen Bikes fahre auf der Landstraße, weil ich kann die nie ausfahren. Ich kann nie in der Sechsen damit fahren und kann nie da mal am Gashahn ordentlich anziehen. Das funktioniert einfach nicht, weil die Dinger immer viel, viel zu schnell sind. Und bei der 390er kann ich eben trotzdem noch rausfeuern. Und ich muss euch ehrlich sagen, mit dem Motorrad habe ich fast mehr Spaß als mit diesen ganzen 200 PS Raketen. Auf der Landstraße ist halt das einfach unschlagbar geil an Sportler-Kategorien. Das bringt mich natürlich auch zum nächsten Punkt. Fahrwerkstechnisch kann man auch einiges nachbauen. Also es gibt vom Fahrwerk alles Mögliche, was man da noch optimieren kann. Einfach weil das Motorrad auch als Cup-Motorrad gefahren wurde. Es gab mal einen RC-Cup, soweit ich weiß. Und einige andere Events, wo diese Mopeden richtig hart am Rauchen sind. Und aus diesen Thematiken kommen auch die ganzen Sportfahrwerke für das Motorrad, wenn man dann doch noch was Einstellbares hat. Ja, und dann stellt sich natürlich die Frage, wie fällt das Moped in die Kurve rein? Wir haben hier 149 Kilo trocken. Das heißt, etwas mehr als 10 Liter Tank ist, glaube ich, drinnen. Trocken ohne Flüssigkeiten. Also ein bisschen mehr Gewicht kommt da schon noch drauf. Aber mit den 43 PS ist es wirklich leicht und sportlich zu fahren und das fällt förmlich in die Kurve und will eigentlich gar nicht mehr raus. Also du gibst den kleinen Impuls, zack, in die Kurve rein, es schiebt dich durch die Kurve durch und du feuerst wieder raus am Scheitelpunkt. Also das ist echt ein geiles Gerät und auf Kartbahnstrecken, wenn man da sich mit tummeln wird, holy fucking crap, das wird schnell. Also wer sportlich fahren lernen möchte, kauft sich auf jeden Fall eine RC. Das habe ich jetzt schon nach meiner 2 Stunden, 3 Stunden mit der RC herausgefunden. Aber bei aller Liebhaberei zur KTM RC 390, wenn sie das einstellbare Fahrwerk von den Witt und Swartpins bekommen hätte, wäre das noch ein Ticken geiler gewesen. Und das fehlt ja auch, muss man ganz klar sagen, die Einstellmöglichkeiten, dass man hier sich entweder nochmal was anpassen kann. Es ist ja doch nicht das günstigste Motorrad. Das muss ich hier auch als Kritik beim Fahrwerk definitiv anmerken. Aber ansonsten bin ich vom Fahrwerk echt gerade mega beeindruckt und es hat mega Spaß gemacht. Ja, dann kommen wir auch schon zur Sitzposition. Wie sitzen wir denn auf der KTM RC 390 drauf? Und ihr merkt schon, ich sitze gerade extrem sportlich drauf. Ich lege mich eigentlich auf den Tank hinauf. Ich habe in meinen Knien Knieschluss,
lege meine Hand auf den Lenker und führe den Lenker nur noch die Kurven durch und ziehe einfach am Windschild hier, zack, und kann eigentlich beschleunigen. Jetzt haben wir eine gerade Strecke und 100 km/h, also fahren wir mal nicht schneller. Tachoabweichungen sind übrigens so circa 14 km/h, also sind wir komplett im legalen Bereich unterwegs. Zusätzlich kann ich sehr weit mit meinem Hintern nach hinten rutschen und kann bei der Soziusbank anstehen und habe dadurch bessere Kontrolle, dass ich auf ihr werken kann und mich nach rechts und nach links rutschen kann. Natürlich, Freunde, wie immer nach dem Fahrwerk kommt der Walkaround. Wir gehen einmal ums Moped rum. Ich wünsche euch viel Spaß. So, Freunde, ich bin jetzt wieder bei KTM Wien und wir machen jetzt den Walkaround, gehen einmal ums Moped rum. Was hat sich denn alles getan? Was hat sich denn verändert? Und für viele, die die KTM RC-Generationen kennen, wissen, dass es hier früher einen Underfloor-Auspuff gab, der hier rauskommen ist. Den gibt es jetzt nicht mehr. Es gibt jetzt sozusagen auch, wie bei der KTM Duke 390, diesen ganz normalen Auspuff. Hier natürlich auch gibt es die Agrapovic-Möglichkeit und alles mehr. Ich finde es auch cool, dass hier ein bisschen weniger Verkleidung drauf ist, weil dadurch sieht das alles ein bisschen offener, ein bisschen zugänglicher für uns aus. Und man sieht natürlich diesen geilen orangen Gitterrohrrahmen. Man hat hier die besonders harte Sitzbank, die für den Racing-Einsatz sozusagen sehr geil ist, aber eben für den Alltag ein bisschen zu hart. Hier haben wir auch die Soziusbank, da kann man sich auch drauf sitzen, also das ist weich hier. Was haben wir seitlich dann noch? Wir haben natürlich hier vorne unseren geilen Düsenjet Schnabel, hätte ich jetzt dazu gesagt. Wir haben hier vorne eine LED-Leiste hier drinnen. Wir haben hier zwei LEDs. Allgemein ist alles wieder auf LED-Basis. LED-Blinker haben wir hier in den Spiegeln integriert. Große Bremsscheibe drauf. Die WP-Fahrwerkskomponenten sind auch super. Also man merkt einfach, hier wurde an vielen Stellen sehr gut gearbeitet, dass das Ganze performen kann, dass das Ganze arbeiten kann. Und man muss echt sagen, das Standard-Setup, wie es hier dasteht, kann eigentlich direkt auf die Rennstrecke gehen. Natürlich sprechen wir bei Rennstrecken immer von Kartstrecken. Dann haben wir natürlich die seitliche Komponente. Wie schaut das Ganze komprimiert aus? Wie ist es komprimiert worden? Und man sieht schön, es ist sehr kompakt gebaut. Man hat hier trotz meinen 1,80, 1,83, 1,84 super Möglichkeiten, den Knieschluss zu machen, den Tank anzuzwicken und hier sozusagen sich fortzubewegen. Alles in allem steht das Motorrad super pipi-fein hier. Wir haben halt nicht das, was ich noch wünschen würde, wäre eben der Quickshifter aus den Wittpilz und das einstellbare Fahrwerk aus den Wittpilz. Diese zwei Komponenten fehlen mir leider, die hätte ich gerne. Gibt es leider bei der RC 390 noch nicht. Vielleicht kommt das ja dann im Update, wenn die neue RC draußen ist. Aber so wie sie dasteht, zack auf die Rennstrecke, Spaß haben, zack auf die Straße, perfekt harmoniert und darauf kann man wirklich schnell fahren lernen und das ist einfach eine nice Sache und ich hätte gesagt, wir springen zurück in den Motovlog. So, zurück aus dem Walkaround fangen wir natürlich an zu sprechen über die Kupplung und über die Bremse. Wie schaut es da aus? Man muss ganz ehrlich sagen, dass die Kupplung sehr leichtgängig ist. Sie hat einstellbare Hebel, was ich auch immer sehr fein finde. Also man kann sich das direkt selbst einstellen ohne Zubehör. Serie, einstellbarer Kupplungshebel. Wir haben eine Bondenzugkupplung, die sehr leichtgängig ist. Also das passt gut. Ja, Freunde, bei der Bremse muss man das sagen. Für die Landstraße reicht es zu 100% aus. Das ist komplett okay. Wer viel auf Kartstrecken oder sonst irgendwo unterwegs ist, sollte sich überlegen, vielleicht mal andere Bremsbeläge zu probieren oder einfach die Bremse zu tauschen, das sich umzubauen für die Rennstrecke. Ist gar nicht mal so selten, also es gibt schon einige, die das Motorrad umbauen auf die Rennstrecke. Also ich finde, dass der Bremspunkt ganz gut ist. Er ist freundlich gestaltet, wenn man hier als Anfänger reingreift, überbremst man nicht die Bremse gleich und das funktioniert gut. Und ein wichtiger Fakt, den man auf keinen Fall vergessen darf, seht ihr das hier? Das ist ein Geheimknopf, denn dieser Geheimknopf schaltet das gesamte ABS vom Motorrad noch aus. Das geht bei der RC 390 noch und das finde ich natürlich sehr geil. Ja, Freunde, dann kommen wir natürlich zu den Details am Rande und hier kann man einiges erwähnen. Denn das Motorrad ist, obwohl es lange, lange Zeit nicht geupdatet wurde, das finde ich sehr schade, wenn ich ehrlich bin, dass das Motorrad nicht geupdatet wird und wir da keine neue Version bekommen, eigentlich auf einen sehr hochwertigen Stand. Wir haben im Spiegelblinker eingebaut. Die Spiegel sehen super aus und man sieht auch wirklich was in den Spiegeln, wenn man sich sportlich hinsitzt und das passt gut. Zweites Detail am Rande, was ich auch immer sehr geil finde, ist die Sozius-Sitzbank. Die ist eine Sitzbank, ja, sie ist hart und ja, am besten sitzt man da eine Freundin drauf oder einen Freund, von dem man sich schnellstmöglich trennen möchte und nicht irgendwie eine Freundin oder Freund, bei dem man abhandeln will, weil ich glaube, die fährt dann nie wieder mit Motorrad mit, weil das ist schon ziemlich hart. Aber trotzdem ist die Möglichkeit da dafür, dass man Sozius mitnimmt. Ja, was haben wir noch? Natürlich beleuchtete Elemente. Also hier unsere Bedienelemente sind hintergrundbeleuchtet. Finde ich auch immer ein ganz nettes Detail. Das taugt man auch immer. Und zusätzlich haben wir ein Display-Element.
was ich, wenn ich ehrlich bin, eher in die Tonne kloppen würde. Nichtsdestotrotz haben wir am Display-Element einiges zum Ablesen. Wir haben eine Tankanzeige, wir haben eine Temperaturanzeige, wir haben hier verschiedene Schalter, wo wir durchdrücken können, wir haben eine Geschwindigkeitsanzeige, eine Kilometeranzeige, eine Drehzahlanzeige und sogar eine Ganganzeige. Und das finde ich natürlich smart, dass alles da drauf zum Ablesen ist. Und auch muss man sagen, diese Display-Elemente sind nicht so anfällig wie die TFTs. Das heißt, langwieriger und langlebiger sind definitiv die alten Display-Elemente. Alles in allem ist die KTM RC93 auf jeden Fall ein sehr gelungenes Motorrad, ein sehr schönes Motorrad, und ich finde es wirklich, wirklich schade, dass KTM da noch nicht nachgebessert hat und ein paar Updates reingegeben hat. Und jetzt geht es natürlich noch an den Preis von einem Moped. In Österreich kostet sie 6.190 Euro und in Deutschland kostet sie 5.990 Euro. Ja, Freunde, es ist jetzt nicht das günstigste, nicht das teuerste, aber die Möglichkeiten mit dem Motorrad sind der Wahnsinn, und es ist mit Abstand das sportlich fahrbarste 390er Bike oder A2 Bike, was ich bis jetzt gefahren bin. Das ist echt der Wahnsinn, was da geht, und ich kann einfach nur sagen, ich feiere es. Ich feiere es wirklich abgöttisch. Ja, meine Freunde, im Fazit kann man eins sagen. Die KTM RC93 ist ein radikales Gerät, was richtig viel kann, wo man richtig viel mit anstellen kann. Es ist etwas für ambitionierte Fahrer. Es ist was für Fahrer, die Bock haben auf ein Rennstreckenfeeling am Motorrad, die einfach eine echte Supersportler im 390er-Segment haben wollen und die vor allem auch auf die Kartstrecke gehen. Also ich kann es nur jedem wärmsten empfehlen, Reifen zu tauschen und dann auf die Kartstrecke damit zu gehen. Ich freue mich schon richtig drauf, wenn ich auch auf die Kartstrecke mit der 390 gehen darf. Dazu kommt ein eigenes Video, da könnt ihr euch drauf freuen. Ja, meine Freunde, um euch zu helfen, noch ein bisschen einzuordnen, wo das wirklich hingehört: Man kann das komplett für die Rennstrecke umbauen. Es gibt hier alles Mögliche, damit man die RC93 auf der Rennstrecke bewegen kann. Irre, was man mit dem Motorrad kann. Und ich finde es mega, mega schade, dass kein Medium und sich keiner da draußen wirklich intensiv mit dem beschäftigt, außer natürlich die Kunden, die sich dieses Motorrad kaufen. Und ich kann jedem wirklich sagen, nimm das Motorrad, geh auf die Kartstrecke damit, du wirst eine mega Freude haben. Größter Kritikpunkt sind natürlich die Serienreifen in dem Fall, also die sind für sowas nicht ausgelegt, die sollte man so schnell wie möglich tauschen, die sind ziemlich hart, wenn man ehrlich ist, und da kann man auf jeden Fall noch was machen. Ich muss sagen, die RC93 hat mich mega überzeugt und ich freue mich einfach, dass ich mit dem Ding heute unterwegs war. Ein irres Gerät. Und was haltet ihr von der 390? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Welches A2 Motorrad soll ich als nächstes für euch testen? Schreibt das gerne auch dazu. Ich mache es möglich. Ich bin KTM ein halbes Jahr in den Ohren gelegen. Ich habe gesagt, bitte, 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 gebt mir mal die 390, bitte, bitte. Und jetzt steht sie endlich hier da. Grüße gehen auch raus an KTM Wien, die das Schluss und endlich dann echt möglich gemacht haben, dass man das Motorrad fahren kann. Achtung, diese Maschine darf auch Probe gefahren werden. Das heißt, wenn ihr zu KTM Wien marschiert, könnt ihr die RC und die 390 und die 98 und alles Mögliche schlicht und ergreifend Probe fahren, wenn ihr euch dafür interessiert. Und das kann ich echt empfehlen. Wenn ihr euch sie ausbauen geht, dann sagt es auf jeden Fall den KTM-Mitarbeitern, dass ihr von mir kommt. Da freuen sie sich recht drüber. Und vor allem, vergesst nicht, diesen Kanal jetzt hier kostenlos zu abonnieren. Mein Name ist Tom. Morgen um 17 Uhr kommt das nächste Video. Haut rein und pfiat euch!